K07 legt vor, Fares Rahoma und Kathi Kallus. Darf ich anfangen? Ja. Okay, das war mein erster Frack. Es ist wirklich schwierig, mit einem Frack zu tanzen. Es war das erste Mal, dass ich diese Schritte einfach wirklich auch gespürt habe und diese Wellen und so. Bist du nicht die Kleine, die Chance wird gern kommt. Und es war dann einfach wunderschön, dass die Maria und auch Bolasch und die Carina einfach uns so ein phänomenales Feedback gegeben hat. 7. 6. Das Lofox war richtig gut. 8. Ja, der Druck ist jetzt massiv groß nach der Bewertung. Als ob dazwischen einfach nichts war. Und es ist gleich der neue Tanz. Hallo, neue Trainingswoche. Und es ist ein Jive. Ja, voll. Und der ist verdammt schnell. 5, 6, 7, go! Kick, kick, da-da-da! Kick, kick, da-da, klein! Und mein Problem ist, ich denke an 1000 Sachen gleichzeitig und mein Kopf ist mir oft da im Weg. Boah, ich pack mich selber nicht. Schasse. Nein. Denk nicht so viel. Nicht so viel. Das anfangen zu denken. Ja. Wenn der Fares in seinen Denkmodus reinkommt, dann kommen halt auch andere Dinge mit hoch. Ich diskutiere es nicht. Ich mache sicher keine Kicks mehr. Schimpf nicht, ich gehe nicht. Scheiße, die Kicks. Der Bumperrand geht nicht mehr. Er geht, Fares, er geht. Aber nicht in der Schnelligkeit, wie es gern hätte. Schau, wir müssen uns beide auf das konzentrieren, was wirklich notwendig ist. Ich denke. Wenn wir auf der Fläche stehen, wir müssen einfach machen. Wir werden Machercheck sein, genau. Und was geht, das geht und Hauptsache Spaß haben. Genau. Sehr wichtig. Na gut. K07 tanzt einen Jive. Hier sind Fares Rahoma und Kathi Kallus. Fares und Kathi mit einem wahnsinnig schnellen Scheiß. Da schaut jemand sehr erleichtert aus. Oh Gott, das war schnell. Du wirkst selber überrascht jetzt übers Tempo. Ja, total. Ich habe gehofft, wir kriegen mehr Sendezeit. Und dann rede ich hier schneller und dann haben wir nachher nochmal die Chance, nochmal zu tanzen, weil es einfach einen riesen Spaß macht. Jetzt hast du es leider schon oder Gott sei Dank hinter dir. Wie siehst du das? Herausforderungen gerne gleich oder auf die lange Bank schieben? Nein, ich weiß, dass hier heute Abend noch großartige Tänze kommen. Von meinen lieben Kolleginnen und Kollegen da oben. Und auf die könnt ihr euch richtig freuen. Und jetzt setze ich mich da oben hin und genieße das. Und danke, Kathi. Ich war die letzten 2 Wochen schon ein bisschen nervös, haben wir eh besprochen. Mhm. Und heute war es einfach nur
Party. Na, vielleicht, weil du ein bisschen in die Schuhstapfen von John Travolta auch bist heute Abend. Pulp Fiction, jeder kennt diese Tanzszene. Kann man vorstellen, gar nicht so einfach, was Eigenes dann draus zu machen. Also, seine Schuhe sind, glaube ich, Schuhgröße 87. Meine sind ungefähr 41,5. Da kann man nicht rein. Ist ein riesen Schauspieler und wunderbarer Tänzer. Ich habe mich lange am Schauspielerischen bei ihm orientiert. Jetzt will ich so tanzen wie er. Und die Kathi bringt es mir bei. Mit der Kathi, glaube ich, funktioniert es ganz gut. Du schaust sensationell aus. Also dieses Outfit ist eines meiner Lieblingsoutfits ever. Carina, also er hat gesagt, John Travolta natürlich super Tänzer. In die Schuhstapfen kann er nicht ganz steigen. Aber ich glaube, das war schon ganz ordentlich, oder? Also was für ein Anfang für die dritte Show. Das hat wirklich eine tolle Stimmung gebracht und sie haben, ich glaube, alle hier mitgenommen und eine sehr gute Laune für die ganze Sendung jetzt vorgelegt. Sie können Ausdruck und Tanz kombinieren, das ist nämlich sehr selten, weil die meisten Promis Schauspielern oder Schauspielern oder können sehr gut tanzen. Aber beides gibt es sehr selten und das hat mir gefallen. Die Arme sind ein bisschen noch unbeholfen. Ich würde daran arbeiten, dass wenn Sie was ausstrecken wollen, dann strecken Sie das aus. Wenn Sie die Partnerin halten, dann schaut es besser aus. Und Sie sind ein besserer Partner geworden, natürlich. Das ist auch sehr gut. Und eine Steigerung gibt es auf jeden Fall. Also toll, Dankeschön. Dankeschön. Paula, schön dich zu sehen. Wie hat es dir gefallen? Für mich hat die schauspielerische, die tänzerische ein bisschen übertroffen. Es war eine Spur zu viel Schauspiel und eine Spur zu wenig Jive. Ich hätte mir mehrere Jive-Figuren gewünscht, statt die Showfiguren. Die Showfiguren stehen euch gut. Keine Frage. Die Stunde ist noch früh. Da würde ich prinzipiell noch sehr viel an Qualität, an Basic arbeiten, damit man quasi 7., 8., 9. Sendung eine geile Show liefern kann. Oh. Aber er denkt an die Zukunft. Danke, in dieser super Show. Feedback. Alright. Maria. Danke. Ja, er denkt an eine Zukunft. Wir werden dran arbeiten, wenn wir dürfen. Ja. Wir freuen uns, wenn wir dürfen. Hallo Maria. Also von meiner Seite, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein fulminanter Start in diese Sendung, wirklich. Mit dem Orchester, oder? Ich hätte mir von deiner Hüfte ein bisschen mehr erwartet. Ja, ich war da heute schon ganz euphorisch und habe mich so auf deine Jive-Hüfte gefreut. Ich weiß, sie kommt normalerweise ja, aber in der Schnelligkeit. Genau das diese war Bewegung. Leider. Da hätte ich noch ein bisschen mehr gebraucht. Die kommt. Im Swing rechts und links, rein vom Einsatz her 100%. Und lass dich auf die Strenge von der Kathi im Training ein. Sie meint es gut mit dir. Ich weiß. Nein, ich liebe sie, ich brauche sie. Yes. Und ich will sie noch sehr lange genießen. Und danke für euer großartiges Feedback. Wir werden es umsetzen. Sehr gerne. Vielen Dank. Faris und Kathi. Einen Jive zum Song You Never Can Tell. Und man kann es wirklich nicht sagen, ob man in der nächsten Runde ist hier oder nicht. Die Jury ist eine Sache, Sie zu Hause, 50% liegen bei Ihnen. Also dann anrufen, falls Sie Faris und Kathi hier wiedersehen wollen, 09010 59 09 07. Ja, ab sofort ist der Travolta ein Fan von dir, glaube ich. Hey, und ich von dir. Oh, danke für die Drinks. Faris. Ich brauche ein Handtuch, hast du eins da? Nicht, nein. Okay, gib mir den Müllsack. Kathi, ist das wahr, du hast Pulp Fiction vorher nicht gekannt? Das stimmt nicht so ganz. Also die Kathi schaut Filme gern zur Hälfte. Ach so. Aber sie bringt mir Tanzen bei und ich bringe quasi ja, ein bisschen Filmografie bei. Und sie ist schon sehr brav, sie macht ihre Hausaufgaben. Hat den Film natürlich sofort geschaut. Sicher. Hat sich total ausgezahlt bei euch beiden. Apropos Pulp Fiction, du hast ja mit dem Regisseur, mit dem Quentin Tarantino was gemeinsam. Auch du hast mit Christoph Waltz gedreht. Ist ein Schauspieler übrigens aus Österreich, Kathi. Das weiß ich, Nein, sie ist schon sehr gut. Also wirklich, sie macht ihre Hausaufgaben brav.
hat auch unser Film schon geschaut. Ja, was du ansprichst, ist, ich hatte die große Ehre als Kind, ich wollte immer schon als Kind auch schon spielen und hatte die große Ehre, mit Christoph Waltz in einem Tatort zu spielen als Achtjähriger. Und der hieß Wunschlos Tod und er war damals ein Tatortkommissar. Das ist ein sehr guter Tatort. Und hast du ihn getroffen? Hast du mit ihm geplaudert? Wie ist denn der? Einmal so? Kurz, mir war der wurscht. Ehrlich? Also ich habe einmal, nein, es war so, in der Szene habe ich Fußball spielen müssen und ein Fenster einschießen. Und ich habe, 17 Fenster eingeschossen. Und dann musste ich eine Leiche entdecken. Und die haben alle geglaubt, ich fürchte mich, aber... Ja. Wie war die Leiche eigentlich wichtiger als der Christoph Waltz? Das ist bei Kindern so. Ja. Du, wobei, in Österreich bist du schon ein Handtuch, kriege ich. Bitte. Dankeschön. Bester Mann. Ja, Applaus für dieses großartige Team, Alter. Super. Das uns die ganze Zeit so super supportet. Das ist wohl wahr. Wirklich. Danke. Du bist in Österreich bekannt als Schauspieler, aber in Ägypten bist du fast schon berühmt. Also ich habe das Glück, dass ich jedes Mal, wenn ich nach Ägypten gehe, Menschen treffe, in dem Fall zum Beispiel den Youssef Schirin, ist ein Regisseur, mit dem ich das Glück hatte, einen Film zu machen, Das Schicksal Al-Masir oder Le Destin. Und der hat in Cannes halt die Palme gewonnen. Ich war 20. Ich habe damals Arabisch gelernt und dann habe ich einige andere Projekte gemacht und eben vor 2 Jahren so eine große Fernsehserie. Das ist so die Haifa Ohbi, so die arabische Rihanna und die ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und ja, ich habe das Glück, dass ich dort auf der Straße, am Flughafen und so weiter immer wieder Menschen treffe, denen das gefällt, was ich mache. Ja, ich glaube, durch Dancing Stars werden sich an Österreich noch viel, viel mehr kennen. Ich hoffe. Jetzt schauen wir mal nach den Punkten und ich hoffe, euch trifft jetzt nicht der Fluch der Mumie. Miriam, bitte. Ja, die erste Wertung der Jury, Karina Sakisova, bitte. Großartiger Anfang der Show, aber es gibt noch Luft nach oben. Heute 7. Wow! Dankeschön. Balasch. Weiter an essentiellen Sachen arbeiten. 6. Und Maria. Von mir gibt's eine 7. Vielen Dank. Vielen Dank. Sensationelle Danke. 20 Punkte für den ersten Tanz hier. 20 Punkte. Ich hab damit losgelegt. Wir sind sehr, sehr glücklich. Wir nehmen das Feedback mit und gleich in den Programm. Sehr Danke, schön. Norbert. Danke.